Ein ganz herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Hacks, der Short Talk zur pferdegestützten Arbeit mit Sandra und mit Anna. Heute mal wieder mit einer kleinen Folge mit einem Interview. Und zwar habe ich als Expertin heute an meiner Seite die Bettina Strom. Die Bettina haben wir eingeladen zu einem besonders spannenden Thema. Die ist nämlich spezialisiert als pferdegestützte Coach auf das Thema Mobbing und Teamkommunikation und das Ganze in Kombination. Das finde ich total spannend und wichtig, weil ich glaube, es sind einfach zwei Dinge, die sehr eng zusammenhängen und wo man, glaube ich, wo es einfach Sinn macht, von beiden Seiten drauf zu schauen. Herzlich willkommen, Bettina, an der Stelle erstmal. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Anna. Genau, und ich würde einfach sagen, wir starten erstmal unser kleines Interview mit einer Vorstellung von deiner Seite. Also erzähl uns doch einmal kurz, wer bist du, was machst du so, was zeichnet dich aus? Also, mein Name ist Bettina Strom, wie die Anna schon gesagt hat, und ich bin 55 Jahre jung. Ich bin in der Nähe von der Region Bodensee. Und was mich auszeichnet, ich habe ein halbes Leben lang in einer Firma gearbeitet und habe dann da nicht so schöne Erfahrungen gemacht, was den Bereich Mobbing anbetrifft. Ich dachte eigentlich, ich könnte dort bleiben, bis ich meine Rente erreicht habe. Ist ja nicht mehr so weit weg. Aber es war dann für mich nicht mehr erträglich, sage ich jetzt mal, so dass ich dann diesen Schritt gemacht habe und gesagt habe, so jetzt starte ich durch. Und ich bin auch heute, 2 Jahre nach dieser Entscheidung, mega dankbar dafür, dass ich dies getan habe, weil ich habe heute ein ganz anderes, qualitativ hochwertigeres Leben. Sehr spannend. Vielen Dank. Du coachst ja, wie wir anderen auch und wie im Prinzip ja auch dieser Talk immer wieder in den Mittelpunkt stellt, insbesondere mit Pferden in deiner Arbeit. Und da würde mich jetzt noch interessieren, was machen die Pferde für dich in diesem Zusammenhang aus? Was bringen die Pferde in deine Arbeit mit rein, was dir besonders wichtig ist? Für mich ist sehr wichtig die Authentizität der Pferde, die einfach ehrlich und wertfrei sind. Denn viele Menschen, die unter Mobbing leiden, die haben ja ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein und auch die Selbstreflexion, alles das fehlt den Menschen ja. Darum kommen sie ja an die Situation, wo es da aneckt, durfte ich selber erfahren. Und es ist auch nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Ich war Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich selber Pferde hatte. Gott sei Dank auch immer noch habe, und die haben mich täglich gespiegelt und ich war so offen, um das zu sehen. Und genau das ist der extreme Mehrwert der Pferde, weil wir als pferdegestützte Coaches alle wissen, die Pferde spiegeln uns 1:1 und man sieht sofort ein Ergebnis, wenn ich anfange, in die Veränderung zu gehen. Und das ist, finde ich, so mega, ja, spannend, einfach cool. Ich weiß, da fehlen mir die Worte dafür. Ja, ist manchmal schwer in Worte zu Ja, fassen. Das ja, stimmt, ja. was die Pferde da für eine Arbeit leisten und für einen Mehrwert uns bringen. Das stimmt. Ja, jetzt interessiert mich natürlich besonders auch deine Arbeit mit deinem Schwerpunktthema Arbeit mit Mobbing-Opfern vor allem auch. Und die erste Frage, die mir da so in den Kopf gekommen ist, ist, was sind denn so die typischen Themen, mit denen du konfrontiert bist, insbesondere dann, wenn du eben mit Mobbing-Opfern im pferdegestützten Coaching arbeitest? Also, wie ich vorher schon sagte, sehr viel Selbstbewusstsein, dann die Reflexion der Menschen, dass egal wann ich gemobbt werde, ich immer einen Teil an mir selber zu tragen habe. Also es sind nicht nur die bösen anderen, die jetzt sagen, okay, ich mobb die jetzt mal, weil sie nicht so schöne Haare hat, sondern es ist wirklich so, man strahlt ja gewisse Dinge aus und die werden von den anderen genauso wahrgenommen wie von den Pferden auch. Nur die Pferde spiegeln das halt wertfrei und die Menschen nutzen es oft unbewusst und unterbewusst dann einfach aus. Und da ist dann für mich auch die Verbindung entstanden, dass Kommunikation, gute Kommunikation auf Augenhöhe mit Mobbing sehr viel zu tun hat. Okay, das heißt, das ist für dich auch die Verbindung zwischen den beiden Themen, die du anbietest, Genau. Arbeit mit Mobbingopfern und auf der anderen Seite Kommunikation im Team, weil du sagst, das eine ist oft Ursache fürs andere, oder wie würdest du es beschreiben?
Also es Okay. hängt halt sehr nett zusammen. Für mich in meiner Arbeit, die ich bisher gemacht habe, ist es so, dass diese Hand ist Mobbing-Opfer und diese Hand ist Teamführung und das läuft einfach immer so ineinander. Wenn ein Zahn nicht funktioniert, dann läuft es zwar immer noch, aber es wird ruckelig. Und je mehr Zähne, wenn man die Themen nicht bearbeitet, je mehr Zähne fehlen und irgendwann ist man dann an dem Punkt angelangt und leider ist es sehr oft einfach der Arbeitnehmer in dem Fall, weil der weniger Rückendeckung hat, wie jetzt ein Vorgesetzter, der dann darunter leidet und auch krank wird. Und darum ist es für mich auch so wichtig, zum einen mal das Teambuilding für die Menschen anzubieten, denn die wenigsten sind sich bewusst, wie mächtig die Kommunikation ist und was die Kommunikation Gutes bzw. auch Schlechtes bewirken kann. Was wiederum bei jemand, der eh selbstbewusstseinstechnisch nicht so gut drauf ist, was aufgrund der Misskommunikation kommt, einfach das Selbstbewusstsein ja auch weiter runtergeht, weil wir ja so gepolt sind, dass man erstmal den Fehler bei uns selber sucht. Und dann wird es ja immer schlechter und dann ist die Brücke zum Vorgesetzten irgendwann mal nicht mehr da und dann ist es halt total doof, weil dann geht es meistens in die rechtliche Klärung. Dann haben sehr oft die Menschen, die ein schlechtes Selbstbewusstsein haben, einfach, ich nenne es jetzt mal Langzeitschäde, weil mir da jetzt einfach aufs richtige Wort nicht einfällt, aber das hängt alles so mega dicht beieinander und das ist vielen gar nicht bewusst. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Führungspersonen sich auch nicht bewusst sind, was sie mit ihrer Kommunikation anrichten. Das heißt, du arbeitest dann auch mit den Führungskräften. Okay. Du hast es jetzt vorhin schon so ein bisschen angerissen, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen in den Fokus nehmen. Was ist denn aus deiner Perspektive jetzt genau der Mehrwert, diese Arbeit mit Pferden zu machen? Weil man, also ich kenne auch Coaches, die mit Mobbing, mit dem Thema Mobbing und Teamkommunikation arbeiten, die keine Pferde einsetzen. Und da fände ich es jetzt einfach auch nochmal spannend drauf zu schauen, was ist denn tatsächlich der große Mehrwert, das eben mit den Pferden zu machen? Also da gibt es mehrere Punkte. Zum einen mal ist es nicht so ein typischer Raum, wo man sich dann so wie beim Psychiater fühlt. Das ist so die Wohlfühlatmosphäre, ist eine ganz, ganz andere. Und auch sehr oft ist das, also ich mache das sehr nach Gefühl, ich habe da keinen Plan, weil jedes Mobbing-Opfer ist ja anders individuell. Und da verlasse ich mich sehr auf meine Intuition beziehungsweise auf die meiner Pferde. Und ganz oft ist es auch so, dass wir die Themen besprechen und die Pferde einfach um uns rumstehen. Und der, wo das Gefühl hat, dass das Mobbing-Opfer hört sich so negativ an. Der Mensch, der Mobbing erfahren hat, der das gerade braucht, da kommt das Tier dann her. Und sehr oft ist es so, dass die dann ganz geistesabwesend die Tiere streicheln und einfach die coole Energie wahrnehmen und dann komplett runterfahren und komplett tiefenentspannt gehen. Also das ist nicht so, dass die da bei mir rumturnen müssen oder übers Pferd springen oder sonst was. Sehr oft ist es wirklich die Wirkung der Pferde des Daseins, dass sie einfach nur da sind und nicht eine Bedrohung darstellen. Und die Menschen dann in einer anderen Atmosphäre, im Freien, in der Stallgasse, je nachdem, wo sie es gerade anbietet, diese Energie, die die Pferde ausstrahlen, die Ruhe, die Harmonie in sich aufnehmen und dann echt komplett runterfahren und das dann auch mitnehmen. Und das kann man in keinem, also meine Erfahrung in keinem Raum mit nur Menschen so darstellen, wie das mit den Pferden geht. Und wenn du sagst, dass du intuitiv da arbeitest, hast du trotzdem irgendwelche Übungen, die du jetzt einem anderen Coach, der, keine Ahnung, kann ja sein, man arbeitet gerade als pferdegestützter Coach mit einem Klienten und kommt plötzlich an den Punkt, okay, dieser Mensch hat Mobbing-Erfahrungen gemacht. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist so ein schöner Impuls, eine schöne Übung, die man dann machen kann, die zumindest mal so einen ersten Schritt in Richtung Auflösung der Thematik oder Selbstreflexion. Du hast gesagt, ganz viel ist auch das Thema Selbstreflexion von den Leuten, um eben auch diese Erkenntnis zu haben, ah, okay, welchen Anteil habe ich selber an dem Problem? Gibt es da was? Also was ich schon gemacht habe, ich habe mir so die Hula-Hoop-Reife, wo die Menschen dann reinstehen und sich in die unterschiedlichen Situationen reinversetzen. Einmal in die Situation, wenn sie gemobbt werden, einmal in die Situation, wie sie es gerne haben wollten und einmal in die Situation aus der Perspektive, also ich nenne es jetzt mal aus der Adlerperspektive, einfach um nochmal ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache zu kriegen. Und damit habe ich schon ganz viel
also lösen können, sage ich jetzt mal. Was für mich auch immer ein gutes Thema ist, wenn man Slalom läuft, wie bewege ich das Pferd so, dass es mir nicht einfach alle Hüte ummäht? Weil das ist, hat wieder etwas mit Kommunikation zu tun. Das ist dann immer so eine Mischung, wobei das kann ich einfach. Also ich kann das nicht vorausplanen, weil ich ja nie weiß, was der Mensch mir jetzt gerade gibt. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, wir machen heute jetzt diese Übung, sondern das ist das, was ich meinte mit intuitiv. Denn wenn ich jemand habe, der total schreckhaft ist und Angst hat, dann brauche ich mit dem Pferd überhaupt mal noch gar keine Übung machen. Dann ist einfach erstmal ausreichend, die Nähe zu spüren. Und das muss ich natürlich auch sagen, mit einer Sitzung beziehungsweise mit einmal ist das auch nicht erledigt, weil das ist ein recht langer Prozess, bis man sich da wieder selber gestärkt hat. Also die Menschen, die denken, okay, ich mache das jetzt mal einen Monat, dann sieht man schon eine Verbesserung, aber man ist halt auch ganz schnell wieder im alten Fluss drinne und das ist nicht ausreichend, muss ich ganz klar sagen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich vermute mal, dass man ja auch nicht von heute auf morgen in die Situation reinkommt, Mobbing-Erfahrung zu sammeln, ne? Sondern das wird ja wahrscheinlich auch ein längerfristiger Prozess sein, dass man dann immer mehr auch in diese Selbstzweifel- und Opferhaltung-Position sich reingedrückt fühlt. Und ein längerer Prozess bedeutet auch immer, ich brauche wieder einen längeren Prozess, um das entsprechend auch wieder auszugleichen und da eine also neue Haltung, neues Verhalten dann entsprechend auch für mich zu etablieren. Ja, Das spannend. ist so. Also ich kann das total gut nachvollziehen, dieses, also weil so funktioniert für mich Coaching auch immer, dass ich nicht vorher weiß, welche Übung mache ich denn jetzt heute, sondern man hat natürlich so ein bisschen sein Repertoire an Übungen, die man dann situativ einsetzt. Ich finde es trotzdem einfach spannend, so ein, zwei Ideen dann auch mitzugeben, dass man weiß, aha, okay, so könnte ich jetzt in der Situation, weil das kann uns ja als Coaches allen passieren, egal mit welcher Klientel wir arbeiten, sei es mit Kindern oder mit Angestellten oder mit Unternehmern, wie auch immer, dass wir plötzlich da stehen und da hat jemand so eine Erfahrung gemacht und wie kann ich jetzt damit umgehen, auch wenn es nicht mein Schwerpunktthema ist. Ja. Wenn dann jemand sagt, er möchte ganz explizit an dem Thema arbeiten, dann macht es natürlich immer Sinn, vielleicht auch einen Experten dazu zu holen und dann eventuell eben auch zum Beispiel dich zu empfehlen, wenn jemand sagt, ich möchte das Thema Mobbing mit pferdegestütztem Arbeiten auflösen für mich. Ja, vielen Dank für den spannenden inhaltlichen Einblick. Wir haben immer noch so eine Abschlussfrage, die ich dir jetzt auch ganz gerne noch stellen möchte, nämlich was möchtest du unseren Zuhörern und Zuschauern und Zuschauerinnen, die auch pferdegestützt in der Regel arbeiten, als Rat, als Weisheit, Tipp, Impuls mitgeben für ihre Arbeit? Also was mir immer sehr geholfen hat, und das würde ich auch gerne mitgeben, einfach die Tiere zu beobachten, weil die antworten auf jede Frage, die man hat, wenn man die Tiere beobachtet. Das ist das, was ich sich selber nicht in Zweifel stelle. Manchmal sind Dinge, die kann ich selber nicht verstehen, aber sie sind einfach richtig. Und das annehmen und was für mich immer ganz, ganz wichtig ist, ist der Austausch auf Augenhöhe mit anderen Menschen, die das Gleiche tun, weil jeder hat eine andere Sichtweise und das gibt so viel Input, einen auch selber neue Impulse in eine Richtung zu bekommen. Also einfach nicht denken, man muss alles alleine machen, sondern die Welt ist sehr groß und da kann man mit sehr vielen Menschen sich cool unterhalten, wo man wieder einen Impuls kriegt, weil das ist was, was ich auch immer wieder feststelle. Ja, ich bin Coach und ja, ich habe viele Ausbildungen, aber ich habe auch nur sehr viel Luft nach oben. Ich bin nie fertig mit Auslernen und jedes Gespräch mit auf Augenhöhe mit anderen, die so denken wie wir, die einen anderen Bereich geben, das ist eine Bereicherung. Irgendwo ein Geschenk, das man gerne mit annehmen darf. Also das ist das, was ich gerne mitgeben würde. Sehr schön, auch ein sehr schönes, eine schöne Doppelung, finde ich. Auf der einen Seite den Pferden zu vertrauen, auch in ihrer Reaktion, und auf der anderen Seite sich auch den professionellen Austausch zu gönnen mit anderen, die auch als Coaches oder sogar im Idealfall vielleicht sogar als pferdegestützte Coaches unterwegs sind und uns dadurch einfach auch neue Impulse geben können. Vielen Dank, liebe Bettina, für deine Zeit und für diesen spannenden Einblick in deine Arbeit, insbesondere
mit Menschen mit Mobbing-Erfahrung, wie ich jetzt gelernt habe, nicht mit Mobbing-Opfern, ganz wichtig. Das macht Weil ganz wir Sinn. sonst natürlich genau das bestärken, was wir nicht bestärken wollen. Also wir reden von Menschen mit Mobbing-Erfahrung. Vielen Dank. Kommunikation. Und Kommunikation. Ja, genau, es geht um Kommunikation. Ja. Ja, absolut. Wie spreche ich über Dinge? Auf jeden Fall. Und das kannst du noch anders sagen. Welche Geschichte erzähle ich mir jeden Tag selber? Ja. Ja, genau. Und welche Geschichte höre ich, dass andere mir erzählen? Auch noch die wichtige Ergänzung. Ja, genau. Vielen Dank an der Stelle und an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir freuen uns auch hier wieder über eure Fragen, über eure Impulse, Kommentare. Einfach hier unten drunter kommentieren und wenn euch der Short Talk gefallen hat, dann natürlich auch gerne teilen. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen an der Stelle Tschüss. Dankeschön für die Einladung und wünsche euch eine gute Zeit. Ciao. Tschüss.